Das war nochmal auch eine schöne Ausgabe, aber hat sich richtig gelohnt. So, was geht ab, liebe Leute? Wie ihr gerade seht, habe ich hier neben mir schon einen Gast, und zwar die Lina. Und ich würde sagen, am besten stellst du dich einmal selber vor. Genau, hallo, ich bin Lina, ich bin 23 Jahre alt und Pferdefotografin und tätig in der Region Hannover. Ja, genauso wie ich. Und Lina hat auch schon das eine oder andere Foto von mir und Jasmin zum Beispiel zusammen gemacht. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen generell über Fotografie, Pferdefotografie und die ganze Thematik quatschen. Und dafür werde ich Lina ein paar Fragen stellen, die sie aus ihrer Sicht einfach mal ein bisschen beantworten wird. Und ich würde sagen, damit fangen wir an, und wir fangen auch mit der ersten Frage schon mal an. Jo, Lina, also, was für eine Kamera nutzt du denn generell? Ich fotografiere seit 2 Jahren auf der Nikon D750. Das ist so die kleinste Vollformatkamera, die es von Nikon so gibt auf dem Markt derzeit. Mit was hast du angefangen? Mit einer ganz lausigen, glaube ich, 3200. Auch von Also Nikon. genau, auch von Nikon. Das ist so das erste Modell, was es so gibt. Also wirklich ganz, ganz klein. Das zeigt, man kann auch mit einer ganz einfachen Kamera anfangen und braucht gar nicht in die höherklassigen Modelle von Anfang an reingehen. Ich selber tatsächlich habe auch, oder meine erste Kamera war auch eine Nikon D5500. Und dann habe ich mir dazu irgendwann mal das Sigma 16 bis 35 mm mit Nikon F-Mount gekauft. Hat auch für die ersten Fotos und in meinem Fall mehr Videos vollkommen ausgereicht, aber dann irgendwann war jetzt halt ein Upgrade fällig. Beziehungsweise ich hatte schon ein paar mehr Kameras in den letzten Jahren, aber trotzdem. Genau, die nächste Frage wäre dann eigentlich tatsächlich schon, wann genau du gezielt mit der Pferdefotografie angefangen hast, also wann du dich darauf eingestellt hast, nur noch Pferdefotografie zu betreiben, wenn man das so nennen kann. Wird das angefangen? Also fotografiert halt schon ewig. Also wie gesagt, weil Kamera, die habe ich irgendwie zum 12. Geburtstag oder so geschenkt bekommen. Richtig mit der Pferdefotografie habe ich mich Ende 2016, Anfang 2017 beschäftigt. Ja, da kam das einfach auf, dass ich andere Bilder von anderen Fotografen gesehen habe und habe mir gesagt, ich will das auch so können, und habe mich dann damit angefangen zu beschäftigen, und seitdem fotografiere ich Pferde. Und das war dann eigentlich nur, wie bei den meisten wahrscheinlich, ein laufender Prozess, also von der stetigen Verbesserung, was das Kamera-Equipment angeht, als auch die Bildbearbeitung und wie du dich generell, also wie man generell bessere Fotos macht oder nicht. Genau, also ich habe mich erstmal damit ein bisschen beschäftigt, was andere Fotografen auch für Equipment nutzen, und einfach reingelesen. Und mein erster großer Schritt war ein Workshop bei Alexandra Ewang. Also vielleicht sagt der ein oder andere der Person was. So, ja, also Alexandra Ewang. Genau, da habe ich 2017 einen Workshop mitgemacht, und da hat es dann so richtig Klick gemacht. Und seitdem habe ich mich dann auch viel reingelesen und habe dann auch versucht, über YouTube-Videos zu lernen oder Blog-Einträge. Ja, und dann ging das immer so weiter, und Learning by Doing. Klingt tatsächlich so ähnlich wie bei mir. Ich habe dann auch extrem viel bei Google recherchiert, was es da für Tipps und Tricks gibt. So einen Workshop, wie du ihn mitgemacht hast, habe ich tatsächlich nie gemacht. Also mein Wissen habe ich wirklich aus dem Internet mir rausgeholt. Würdest du das jedem raten, so einen Workshop, der wirklich Interesse daran hat, in der Pferdefotografie ein bisschen tiefer in die Thematik einzutauchen? Ja, also ein Workshop ist natürlich ein bequemer Weg, um, sage ich mal, einem viel vorgesetzt zu bekommen. Ja. Das ist eben echt gut, dass man da hingeht, und wenn die Leute wirklich was verstehen von ihrer Fotografie, dann wird einem das eben vorgesetzt und man kann das anwenden. Und wenn das wirklich gute Workshops sind, hat man vielleicht sogar seinen eigenen Laptop dabei. Das heißt, man kann direkt an den eigenen Bildern auch probieren. Dann bringt das auf jeden Fall was. Ich denke, wichtig ist, dass man über den Tellerrand hinausguckt, also nicht immer in seiner Komfortzone bleibt und das macht, was man jetzt seit Wochen Ja. schon macht, sondern einfach sich austauscht, guckt und eben immer weiterbildet, weil das ist so das wichtigste Tool eigentlich auf dem Weg zum eigenen Stil. Ja, das mache ich zum Beispiel sehr viel. Ich gucke mir halt nicht nur Pferdefotos an, sondern ich gucke mir auch ganz viel aus der Landschaftsfotografie oder Porträtfotografie von Models an und gucke, wie man da vielleicht den einen oder anderen Kniff einfach mal in seinen eigenen Bildern mit unterbringen kann, und was eine coole Sache ist. Verdienst du schon Geld mit der Fotografie oder mit der Fotografie? Und wenn ja, wie hat das angefangen mit dem Geld? Ich habe mein Gewerbe jetzt schon im 3. Jahr, also 2018 habe ich ein Kleingewerbe angemeldet. Das kam, weil mich dann einfach irgendwann Bekannte angefragt haben, ob ich Bilder von denen machen kann, und ich es nicht so nicht eingesehen habe, das umsonst zu machen. Also ich finde einfach, man muss ja auch nicht das alles verschenken. Ja, natürlich. Und es war für mich ziemlich schnell klar, dass man das nicht einfach so machen kann. Also das erlaubt der Staat eben nicht. Man muss eben seine Einnahmen auch
versteuern. Genau, versteuern. Ja. Und dann habe ich eben ein Kleingewerbe angemeldet und bin jetzt im dritten Jahr und übe das Kleingewerbe neben meinem Vollzeitjob aus. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die wahrscheinlich für die meisten von euch sehr wichtig ist. Solltet ihr damit Geld verdienen, wirklich ein Kleingewerbe bei euch in der Gemeinde angemelden. Das Ganze dauert vielleicht 30 Minuten, dann habt ihr so einen Kleingewerbeschein. Und dann müsst ihr eigentlich nur am Ende des Jahres eine sogenannte EÜR machen. Das ist eine Einnahmeüberschussrechnung, in der ihr eure Ausgaben und eure Einnahmen einfach einmal eintragen könnt. Und diese werden dann vom Steueramt ausgewertet und dann müsst ihr im schlimmsten Fall Steuern nachzahlen, so wie du jetzt. Ja. Oder im besten Fall bekommt ihr was wieder. Das hängt immer davon ab, was für Investitionen ihr im Laufe des Steuerjahres getätigt habt. Da wir aber keine Steuerberater sind, wird es dazu nicht viel mehr geben. Generell muss man aber dazu sagen, dass es nur sinnvoll ist, wirklich für die Dienstleistung, die ihr bietet, Geld zu nehmen. Einerseits macht ihr damit sonst anderen Fotografen, wenn ihr kein Geld nehmt oder unentgeltlich arbeitet, deren Gewerbe einfach kaputt. Das muss man ganz klar so sagen. Also ein Fotograf, der davon lebt, der verdient das Geld nicht mehr, weil er euch, der kostenlos arbeitet oder der Gast, der euch kostenlos bucht, das Geld weggenommen hat quasi oder übertrieben, im übertragenen Sinne gesagt. Und ihr macht auch einfach für euch selber vieles kaputt, weil wenn ihr einen Kunden habt, den ihr so fotografiert und dann ein halbes Jahr später wieder zu dem Kunden geht und auf einmal sagt, ihr hättet jetzt gerne 150 oder 200 Euro dafür, dann fragt er sich natürlich, warum. Und ja, daher würde ich sagen, fangt frühzeitig an damit, wirklich Geld zu nehmen für die Arbeit, die ihr leistet. Würdest du sagen, das kann man ab Anfang an oder von Anfang an machen? Ich denke ja, also euch kostet das Gewerbe im Endeffekt nichts. Das Wichtige ist, wenn man Gewerbe anmeldet, man muss auch zum Beispiel hier in Hannover sich bei der Handwerkskammer melden. Ja. Und da ist auch ein Beitrag zu zahlen. Der ist aber am Anfang ziemlich klein. Also der steigert sich mit der Höhe, mit der Anzahl der Jahre. Ja. Und daher ist es für euch jetzt nicht der Riesenaufwand, ein Kleingewerbe zu führen. Klar muss man auch Rechnungen schreiben und sowas, aber da kommt man wirklich schnell rein. Ich habe keinerlei Ahnung davon vorher gehabt, aber das geht wirklich, es ist gar nicht so schwer. Ja. Und daher, ich habe wie gesagt nach einem Jahr schon ein Gewerbe angemeldet und das ist wirklich zu empfehlen. Und wie Tobi gesagt hat, es ist einfach fairer und irgendwann kann man damit auch einfach richtig riesig auf die Schnauze fallen, wenn man das einfach unter der Hand macht. Daher wäre das nicht zu empfehlen. Definitiv nicht. Die nächste Frage wäre tatsächlich, was für ein Equipment hättest du noch gerne? Also wie stellst du dir so dein Traumequipment vor, was du noch gerne hättest? Kannst du mal richtig frei raussagen, was du da gerne noch hättest? Ja, also erstmal hätte ich gerne einen Nikon D850 und einen 300mm 2.8 hätte ich auch gerne. Aber dann hätte ich auch noch gerne einen großen iMac so zum Bearbeiten, das wäre auch was Schönes. Ja, so einige Sachen. Studio wäre auch schon cool. Also ich bin ja komplett Outdoor eigentlich unterwegs, aber ich muss sagen, so ein richtiges Studio für eine Reithalle, ich glaube, da kann man auch richtig coole Sachen dran machen. Also du meinst ein portables Studio oder ein festes, wo man... Nee, ein portables, aber du genau zu den Stellen hingehen kannst. Das habe ich mir vorhin tatsächlich noch einen Artikel zu durchgelesen. Das ist echt eine coole Sache, wenn du da solche schwarzen Leinen hast und so weiter und die dann aufhängen kannst. Ne? Ja. Ja, man merkt schon, du bist ein reiner Nikon-User. Ich im Gegenteil bin ein kompletter Sony-User und von Sony sind die Sachen einfach so teuer. Aber was mir tatsächlich auch sehr gut gefallen würde, wäre ein iMac zum Bearbeiten. Wer weiß, vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren noch. Und so ein, was du da jetzt hast, so ein Sigma 135mm mit Sony E-Mount, das wäre auch noch eine schöne, feine Sache. Aber mal gucken, ne? 300mm reizt dich nicht? Also ich bin ja voll fasziniert von der tiefen Schärfe. Ja, reizt mich schon so ein 300mm Objektiv, aber ich glaube, das kostet bei, also ich weiß nicht genau, was es ist von Sony, die größte Brennweite, die es da gibt, die kostet irgendwie 12.000 Euro und ich glaube, bei Nikon liegt die bei 6,5 aktuell, also... Ihr merkt schon ganz schnell, dass man da in extreme Preisklassen kommt, wo es dann irgendwann auch aufhört, ne? Grundsätzlich kannst du aber sagen, das 70 bis 200 von Tamron? Ja, genau. Was du hast, das reicht aus, oder? Ja, also das, ich fotografiere eigentlich alles, was Pferde angeht, mit dem 70-200er von Tamron, mit der 2.8er Blende. Und ich habe das, wie gesagt, jetzt seit Ende 2016, Anfang 2017 und habe bis vor jetzt einen Monat durchgehend mit dem fotografiert. Ich liebe das, ich finde, das ist ein super Objektiv. Auch selbst wenn man sagt, man fotografiert nicht nur Pferde, sondern Hunde oder Porträt. Ich finde, das ist ein super Objektiv, weil es super vielseitig ist auf jeden Fall. Und ich würde das überhaupt nicht missen. Das ist was super. Hast du dafür bezahlt, als du es gekauft hast? Hast du es neu gekauft oder gebraucht? Genau, ich habe das neu gekauft und als ich das gekauft habe, hat das um die 1.000 Euro gekostet.
Müsste ja mittlerweile günstiger sein, ne? Genau, es ist mittlerweile günstiger. Ich hatte mich gegen das Original von Nikon entschieden, weil das ist wirklich doppelt so teuer. Aber ich glaube auch das Sigma 70-200 hatte ich schon bei einigen Fotografen gesehen. Das ist auch super. Und gebraucht über Rebuy gibt es die, glaube ich, jetzt schon für 400 Euro. Also, ich suche da mal einen Link bei Amazon am besten raus und packe euch den einfach mal unten in die Videobeschreibung und könnt euch mal selber das Objektiv angucken und dann mal vielleicht bei Idealo oder wie Lina gerade schon sagte, bei Rebuy einfach mal auf der Website vorbeigucken und euch da vielleicht ein günstiges 70 bis 200, über das ich auch schon ein Video gemacht habe, über das 70 bis 200, also warum man das als Pferdefotograf haben sollte, einfach nochmal nachgucken und euch da vielleicht einlesen. Eine nächste Frage, die tatsächlich ganz cool ist, und zwar, würdest du dir eine Änderung in Photoshop wünschen, die das Arbeiten mit Photoshop vielleicht leichter macht? Das Arbeiten mit Photoshop leichter macht? Ja, also jeder kennt es vielleicht, der mit Photoshop anfängt, dass es unwahrscheinlich viel ist, was du am Anfang lernen musst, um mit Photoshop an die Ergebnisse zu bekommen, die du gerne hättest. Mhm. Und ich hätte mir am Anfang zum Beispiel ein Hilfetool gewünscht. Also einen Navigator, der mir sagt, wenn du das und das und das machst, direkt in Photoshop, kommst du zu dem Ergebnis. Sowas zum Beispiel. Und fällt dir da vielleicht was ein, was du gerne hättest? Also das muss man da echt sagen, Photoshop ist wirklich komplex. Ja. Also als ich das erste Mal davor saß, dachte ich mir, was ist das? Hilfe! Ja. seitdem ich die Photoshop-Aktionen entdeckt habe, habe ich das gar nicht mehr so. Aber der Weg dahin ist eben echt krass und so eine Funktion weiß ich eigentlich gerade irgendwie nicht so. Nee. Aber ich finde das, was du sagst, sehr gut mit so, weil Sven für den Photoshop, wenn man da irgendwo raufgehen würde, so Mini-Tutorials hat, so, genau. So einmal zeigt richtig, was es so macht, das wäre schon echt cool, weil vor allem in den ganzen Farbgestaltungssachen sagt der nicht wirklich, was das macht. Also, nee, es passiert einfach. Genau, es passiert einfach. Und bei den ganzen Werkzeugen an sich ist da ja so eine kleine Beschreibung. Genau, die aber, könnte noch ausführlicher sein, finde ich. Genau, aber bei diesen Sachen, wenn man jetzt, keine Ahnung, in der selektiven Farbkorrektur ist, da erklärt, ist nichts erklärt. Man hat dann diese Regler und kann in den rumschieben und auf einmal sieht das Bild komisch aus. Genau. Und dann, das Schlimmste ist jetzt tatsächlich, dann weißt du einfach nicht mal, was du getan hast und wie du zurückkommst. Und dann sitzt du da vor einem pinken Bild und denkst dir, na toll, und wie kriege ich das jetzt wieder weg? Genau. So im schlimmsten Fall, ne? Genau, und ich kannte auch ganz lange keine Masken, Ebenenmasken. Ja, genau, ja. Und die sind ja essentiell wichtig. Ich arbeite ohne die klappt's nicht. So mit so vielen Masken und die erklärt das. Also man weiß das nicht. Da ist so ein kleines Fältchen und da ploppt auf einmal ein weißes Ding daneben, der Ebene auf und dann denkst du so, was hast du getan? Ja. Aber es hat sich nichts verändert. So ist es. Nee, deswegen, also da so ein paar Sachen wären an Photoshop noch wünschenswert, die man ändern muss. Allerdings muss ich dazu sagen, mit der 2020-Version hat sich schon vieles geändert, was mir unwahrscheinlich gut gefällt, alleine, dass die Performance besser geworden ist. Ja. Ich kann da zwar mehr über Premiere noch reden, denn also das Schnittprogramm von Adobe, da ist die Performance katastrophal gewesen bis 2019 und jetzt mit dem neuen Update, das läuft so flüssig und es macht so einen Spaß, ein Video zu schneiden inzwischen mit Premiere. Das war früher echt eine Katastrophe. Und ja, in Photoshop so zwei, drei Kleinigkeiten gibt es noch. Und da zeige ich dir auch später noch was ich richtig genial finde. So, grundsätzlich waren das eigentlich schon die 10 Fragen oder 5 Fragen, was das waren, die ich hier an Lina hatte. Da kommt noch eine letzte und zwar, was war dein schlimmster Moment bei einem Fotoshooting? Oh Gott, da habe ich nicht nur einen. Ja, dann schieß los. So, Anna, es tut mir leid, wenn ich dir die Geschichte jetzt erzähle. Du musst da jetzt durch. Ich hatte den Traum von einem Heide-Shooting. Ja. Und habe dann ein paar nette Mädels gefragt und dann hat sich eine Bekannte gemeldet und meinte, yay, wir fahren in die Heide. Mein Traum hat sich erfüllt. Ja. Wir alles in die Heide gepackt, vorher abgeklärt, dass man mit dem Pferd dahin darf und alles. Also mega, ich habe mich super gefreut auf diesen Tag. Es sollte einen wunderschönen Sonnenuntergang geben. Und dann ist beim Steigen ein Unfall passiert. Also das Pferd ist gestiegen und genau, das ist auf Kommando gestiegen. Das konnte das und ist dann ein Unfall passiert, sodass meine Freundin dann eine Platzwunde hatte am Auge, eine ziemlich dolle, die, glaube ich, so 2-3 Zentimeter lang war und die hat geblutet ohne Ende. Ihre wiederum andere Freundin konnte das Blut überhaupt nicht sehen und hatte darauf Kreislaufprobleme. Und wir standen dort mit Equipment, mit Dressuroutfit, mit Kleidchen, mit Pferd, mit Platzwunde mitten in der Heide und mussten zu dem Auto zurück und noch eine Stunde nach Hause fahren. Also war Shooting ab dann vorbei? Das Shooting war vorbei. Wir haben 70 Bilder oder so insgesamt gemacht. Es war grauenhaft. Das war wirklich, das zeigt, man sollte nicht alles für Bilder machen.
Also das hat mich super was gelehrt. Also sie wurde dann übrigens mit 2 Stichen überm Auge genäht und es ist alles gut. Sie hat es überlebt, das Pferd geht's gut. Aber das lernt man, sollte nicht alles für Bilder machen. Meine schlimmste Sache, oder was heißt, ist zum Glück keiner Person was passiert, aber Delani und hat gefressen und Jasmin hat dir kein Halfter umgemacht und war dann weg und hat irgendwie den Platz abgeäppelt und ich habe ihr dabei geholfen. Und meine Kamera stand auf dem Tisch, daneben standen die Leckerlis, mein 70-200mm von Sony stand auch auf dem Tisch. Und ja, das Pferd war da halt völlig unbeaufsichtigt. Jasmin und ich haben gerade die Pferde den Platz abgeäppelt. Auf einmal höre ich nur das Bum-Bum und ich bin gucken gegangen, lag mein 70-200, also ein 2.500 Euro Objektiv, lag auf dem Boden, Gegenlichtblende im Arsch, kaputt gebrochen. Zum Glück dem Objektiv an sich nichts passiert, es hat eine kleine Macke jetzt, aber es funktioniert sonst noch einwandfrei. Aber da habe ich mich richtig aufgeregt und da habe ich auch Jasmin richtig angemacht, warum sie denn ihr Pferd nicht anbindet. Und seitdem ist egal, was ist, ich nehme mein Kameraequipment immer mit oder ich verstaue es so, dass das Pferd nicht in der Nähe davon kommt oder gar keiner, weil das kann ganz schnell richtig teuer werden. Ich habe da noch eine Story. Ja, dann los. Die ist erst vor 2 Wochen passiert, mein Freund hasst mich dafür. Ich habe einen Kamerarucksack und da ist eine Seitentasche. Und da kann man die Kamera mit dem Objektiv so schnell rausziehen. Ja. Und ich war in Eile und habe diese Tasche nicht zugemacht und habe die mit Schwung auf den Rücken gesetzt. Und dann ist meine Kamera mit dem Objektiv rausgeflogen und gegen den Fernseher ging und hat eine Spider-Hand mit unserem Fernseher gemacht. Und die Kamera, und auch mit dem 70-200 da dran und die Nikon, also ja. Schon ein bisschen Gewicht. dagegen geflogen und daraufhin war unser Fernseher jetzt kaputt. Ja, toll. Das ist dann schön sowas, ne? So, das war's auch zu diesem Video. Jetzt sind wir auch schon wieder fast bei 17 Minuten hier. Also von daher, falls es euch gefallen hat und auch diese Art von Video mal was für euch ist, liked es gerne, lasst ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Guckt bei Lina auf der Instagram-Seite vorbei, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, gleich ganz oben. Und ja, danke dafür, dass du da warst. Und bitteschön. Peace, wir sehen uns im nächsten Video.